Yeah. Woo! Wo war der Typ, Alter? Jetzt ist er wieder da, Alter. Okay. Ich bin da, ja. Yeah. Da ist er wieder, ganz so schwarz wie meiner Grabrede. Das alte Team, aber neue Ziele und Maßstäbe. Ich hab viel rumprobiert, zu viele gaben Ratschläge. Manche meinten, dass es für mich vielleicht keinen Markt gäbe. Ihr labert so ein Scheiß, trete Diskussionen breit. Für manche der Kanake, für andere Integrationsbeweis. Weil lang nichts kam, dachte Leute, ich wär weg. Denn seit über einem Jahr gibt's nichts Neues mehr im Netz. Keine Tracks, keine Raps, nur noch Snaps, nur noch Tags. Und jetzt verkauft er seine eigenen Caps. Aber wo bleibt die Musik? Immer nur live, wenn er sie spielt. Nichts für daheim, kein MP3 auf Spotify, kein neues Lied. Bin wieder da, hab viel gelernt, war viel zu smart für den Kommerz. Mann, ich will nicht in die Charts, sondern mit Parts in euer Herz. Hab jetzt 20.000 Fans, vielen Dank für eure Liebe. Vielen Dank für all die Mails, die ich Tag für Tag kriege. Ihr seid der Gegenbeweis für alle Anzweifler. Dank euch weiß ich, dass Leute auch Texte mit Verstand feiern. Straight aus dem Herz, doch nur mit Pöbeln und Stressen weckt man das größte Interesse, so wie die Böhmermann-Presse. Denn heutzutage zählt nur, wie brutal kann er fluchen und seine Hallen sind voll wie seine Zahnpastatuben. Und so kommen Medien an und stecken uns in Schubladen. Ein realer Rapper darf keinen unrealen Beruf haben. Doch zum Glück treffe ich so viele Leute, die auf Tour sagen: Was ist schon Faker Stolz gegen deine Courage? Es fühlt sich gut an, fordern Tausende eine Zugabe. Denn damit konnte ich nie rechnen wie mit Buchstaben. Ja, anscheinend geht's um Kredibilität. Doch meine Kredibilität ist mein Talent. Psch, guck mal, meine Jungs sind Schauspieler. Deine Jungs sind Schauspieler. Meine von Beruf und deine nur zu Haus, Digga. Kein zweiter Boden, alles was ich mache ist echt hart, aber fair. Ich lief euch den Faktencheck, Leine los, hier bin ich wieder fokussiert und intensiver deutscher Rap und Anspruch. Wir sind die Bindeglieder, Tarantino, AndOnez, die Gang ist jetzt am Start. Ich fuck immer noch, wer ist dieser Kendrick Lamar? Seit einem Jahr spiel ich in den größten Hallen in dem Land. Ziemlich schlecht für die Uni, weil ich gefallen darin fand. Ich hab schon immer von dem Spiel geträumt, der Underdog aus 7-9 an. Die mit den Videos, die heraustragen, wie sie gesäuen. Ich will nur Strophen droppen, doch Frauen, die die Promos spotten. Erzähl mir, Cossu, du wärst ja auch ein super Fotomodel. Ja, ich fühl mich geschmeichelt, wenn ich eure Zeile lese. Offenbar versend ich Reizstoffe, so wie Eis.de. Hab die besten Fans, das hab ich immer gewollt. Der erste Deutsche, dem Kim Kardashian auf Instagram folgt. Add mich unter Cossu Rap, treff mich in der Basis. COSSU, bester ungesignter Artist. Bester ungesignter Artist. COSSU, bester ungesignter Artist.